Dieser doofe Rivale, der will uns fertig machen, der ist voll stark. Ich möchte mal so bei mir erwähnen, dass ich jetzt, also ich an meine Zuschauer, dass ich dieses Projekt am Stück aufnehmen werde, immer wieder. Also ansonsten wäre das so viel Chaos, wenn man irgendwie ich tue es auch zufällig irgendwie auseinander cutten lassen. Und da gibt's auch keine, kein Hallo und kein Bye, aber egal. Ja, ich mach jetzt so die Beste. Am Anfang das ist Deadpool! Am Anfang gibt's immer ein Bye. Fucking Dodo! Oh! Wo seid ihr jetzt eigentlich? Schon, wer hast du gerade den Deadpool auf dem Winona gesehen? Nein. Ich schon. Ich will's sehen. Warte, wo bist du? Ich kämpf gerade gegen Dodo im linken Gebiet. Wo seid ihr? Warum hat ihr das Pokémon Pack? Alter, wilde Dodos sind aber schon ein bisschen. Die waren hier original nicht. Das ist schon krass eigentlich. Natürlich grittet er mich und ich bin schon wieder tot. Warte mal. Da in dem linken Gebiet gibt's einfach mal zwei Vogel-Pokémon, die beide Pack haben. Mann. Hast du denn noch kein anderes Pokémon gefangen? Warte mal, wer ist jetzt rausgegangen? Marcy ist weg. Wieso ist er weg? Ich habe keine Ahnung, vielleicht wollte er nur ein Part aufnehmen. Wie dumm. Okay. Schon wer, nochmal Frage an dich. Hast du bisher immer noch nur deinen Bisasam? Was ist? Ja, ich hab nur meinen Bisasam, ja. Ja, ist nicht so gut. Wieso? Ich will keinen fucking Ratzfratzen-Team. Aber das kann Tiefschlag. Und? Ist es nicht ein Argument gegen Ratzfratzen? Ja eben, es ist ein Argument für Ratzfratzen. Hier kommt fucking... Ich hol mir einen Pidgey. Warte, kann ich jetzt... Alter, hol mir noch einen Eevee-Tack, ist viel geiler. Ich werf jetzt schon einen Pokéball. Alter, ich kann mich nicht bewegen, was soll der Scheiß? Achso. Die dummen Mongos heulern mich gerade. Nein, das ist freigegangen, was mache ich? Ich kämpfe es. Bekämpfe es mit Tackle. Was, du kevelst? Ich kevel. Übrigens, ich glaube, wir können schon gegeneinander EP verdienen, weil ich glaube, mein Bisasam hatte EP nach dem ersten Kampf. Nein, ich habe geschaut, ich habe gegen Kappa gewonnen und habe keine XP bekommen. Ja, aber gegen Kappa verdienst du ja auch keine EP. Ich habe zu viele Tränke. Ich habe jetzt gerade zu viele Tränke gekauft. Ich habe ein Pidgey. Wieso kannst du Tränke kaufen? Ah, hier läuft einer. Ich bin pleite. Weil ich gegen ein Evoli Level 9 gekämpft hab mit 2 Level 6. Alter, der hat einen Dodri zum draufreiten. Marcy ist ernsthaft einfach weg. Wieso? Ja, okay, ja, er hat ein Part aufgenommen, das reicht ihm für die Sommerferien. Ach so. Na gut, okay, dann nehmen wir es einfach zu dritt weiter auf. Ganz einfach. Ja, ganz ehrlich, ich dachte auch, wir nehmen jetzt. Ihr habt doch gesagt, so bis 19 Uhr geht doch klar. Ja, es geht sogar bis danach. Ja. Ey. Ja, wir drei nehmen jetzt einfach ein Stück auf. Wir nehmen jetzt einfach am Stück auf, okay? Jo. Ist besser. Ja, wenn Maxi das nächste Mal kommt, fallen wir ihn alle heraus und der hat ziemlich wenig Chancen. Nein, ich will nicht nochmal ein. Wie fies. Ah, oh, fuck, ich will immer nach oben laufen. Alter, aber, wo seid ihr eigentlich gerade? Ich bin gerade im Pokécenter gewesen. Ich trainiere jetzt mal die Pokémon auf Level 100 und dann geht's los. Ich trainiere meine ein bisschen, weil ich will nicht vom Rivalen fertig gemacht werden. Es gibt auf jeden Fall Fahrräder später, die einen schneller machen. Naja, wisst ihr eigentlich, wo der Rivale ist? Hey, ich sehe Trainerschule anscheinend. Hier mit dem Nature, ich dachte, das zeigt's nicht an, aber das zeigt's an und das hat's nur nicht angezeigt, weil es ja neutral war. Schon wer, wo genau links bist du? Ich bin nicht links, ich bin jetzt unten, weil links überall Pokémon sind, die Flugattacken haben. Terminator, wo bist du gerade? Ich bin links Route, was ist das? 2 wahrscheinlich. Also Richtung Indigo Plateau, wo halt die haben links nicht mal so, das sind nicht mal so hohe Pokémon. Da bin ich auch gerade. Ja, ich kämpf gerade mit, ich trainiere gerade meinen Repetitor. Ich suche gerade irgendein. Weil Bisasam kannst du ja echt nicht kämpfen lassen. Und ich suche gerade nach einem Pokémon, was ich eventuell gegen die Steins-Pokémon-Arena benutzen kann, weil mit Glumanda, mit dem Taubsi komme ich nicht weit. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre du kriegst Smetz ziemlich früh, aber ich glaube, das erlernt keine Pflanzen-Pokémon. Warte. Ein Level 6 Spearow. Du bekommst ziemlich früh Dragon Rage und das kann Glumanda doch, oder? Glumanda? Ja, stimmt, aber das ist ja voll OP. Ja, richtig. Aber ich glaube, das lernt erst. Ich habe Leech Seed. Na, die TM kriegt man ziemlich früh. Ich glaube, das erlernt es erst mit. Also, ich glaube. TM, so. Nicht erlernt. Ich weiß nicht, ob es das mit der TM lernt. Hier, warum sind da Bäume. Wieso sind da an den Bäumen solche Schlafdinger dran? Ne? Hä? Weil das sind Bäume. Ja, ihr kennst du Pokémon Silber und Gold. Mit Headbutt kannst du da Pokémon rausholen lassen. Ja, richtig. Schlafen. Ja, ich weiß. Warte mal, braucht man dafür gar nicht die Attacke? Doch, braucht man. Headbutt. Immer noch. Ja. Korrekt. Headbutt ist nicht mal so eine schlechte Attacke. 18? Ja, den Anfang, ja. Kann die nicht flinchen sogar? Was meinst du, warum Dummiese so OP ist? Dummiese ist das OP-ste überhaupt. Okay, ja. Boah, hier laufen Mankeys einfach so rum. Primey! Oh, wieso hab ich Rare Candy? Ich hab jetzt nur noch meinen Bisasam, um durch das Gras zu gehen. Bitte nicht angreifen. Kannst du Texte nicht eigentlich auch Metallklaue? Oder kannst du nur in der dritten Gen?
bin ich mir nicht sicher, aber wenn es das in der dritten Gen kann, dann muss es... Das hier ist nicht die erste Gen. Ja, aber wenn er meint, das kannst du nur in der dritten Gen und später nicht mehr lernen, wobei ich das nicht wüsste. Ach, scheiße, wir sind... Aber ganz ehrlich, Drachenwut reicht doch. Gell? Da killst du einfach alles mal One oder Two-Hit. Ja, okay, vielleicht in der Arena Two-Hit. Ich muss jetzt gerade darum kämpfen, dass Pokémon Revolution jetzt nicht bei mir abkackt. Wieso? Weil es jetzt gerade keine Rückmeldung gibt. Oh shit. Dann pass auf. Nein! Nein, nein, bitte. Wehe, das schließt jetzt. Wehe. Ich hab nicht gespeichert oder so ein Scheiß. Ich speichert schon von selber, oder? Das ist eine Aufnahme, klar. Von Fraps, ey. Nein, ich rede jetzt nicht von der Aufnahme. Ich rede das Spiel, das ist ein Online-Spiel. Ja, das speichert. Da könnten wir sonst viel zu viele Sachen ausnutzen. Ja gut, okay. Dann tue ich es halt so ein bisschen halt ranschneiden oder sowas. Ist ja egal. Ja. Schon mehr, wo bist du jetzt? Ich bin mit dir drin. Ich bin links. Bei fucking Dodo, das mich jetzt wahrscheinlich wieder killt. Aber das hat mich... Du sollst doch nicht nach links mit deinem... Das hat mich nur gekillt, weil es mich gekrittet hat, okay? Schon wieder Grit! Ich lebe aber noch. Ich bin geil, dass ich nichts machen darf. Warum grittet mich alles? Du weißt doch, Schnabel hat gegen Schonwärts eine High-Crit-Ratio. Ich bin schon zweimal gestorben insgesamt. Weh, ich sterb nochmal. Lass mal gegen euch kämpfen, ich hab grad Blut auf Lager. Welches Level bist du mit deinem 7 oder 8, glaube ich. Und ich hab noch ein Tauchspiel. Treffen wir uns beim Pokécenter, wenn du kämpfen willst. Ich muss ja erstmal wieder weiterkommen, weil ich immer noch keine Rückmeldung hab von dem scheiß Spiel. Achso. Der Start ist neu. Ja. Oh, wisst ihr, wie gern ich Visor hatte in der zweiten Gen, aber wie scheiße es war. Ja, es war nicht gut. Es ist richtig traurig. So, an meine Zuschauer gerade, es gibt jetzt erstmal ganz kurz, beziehungsweise ich tue jetzt ganz kurz das im Video machen. Falls du dich überhaupt hören. Tschüss, chaotic. Du weißt schon, dass die Aufnahme gerade nicht weitergeht bei dir. Doch, Outer City läuft noch. Ach so. LOL! Hä? Das fucking Visor hat meinen Retardetade geplättet. The Retardetade? Willst du dich verarschen? Wisst ihr, ich bin professionell, ich hab Outer City. Ich hab auch Audacity. Ich grad nicht, weil ich weiß wenigstens, wie man Audacity ausspricht, okay? Ja, Audacity. Ah ja, genau, Audacity. Richtig. Ach so, ja. Ich hab das Audacity gemoddet. Das Symbol hat jetzt Katzenohren. Jetzt ist bei mir Audacity. Geil. Oh, ja. Oh mein Gott, ein Ratatata und kein fucking Pokémon mit Peck. Kannst du das mal bitte richtig aussprechen? Ratatata heißt es, okay. Verarschen. Das reagiert nicht! Du reagierst dann nicht! Dann klick nochmal! Wenn ich aus der Tür rauskomme, muss ich manchmal öfters klicken, weil sonst denkt er sich, ne. Ich habe übrigens gerade ein, wie heißt's, gesehen. Ein Flugzeug. Ihr kennt doch Strawickel, die letzte Entwicklung davon. Ja. Der Hodenkopf. Nein. Das ist sieht weiblich aus, das Pokémon. Ja. Achso, du meinst Matrifol oder was? Ja, genau, das habe ich gerade gesehen. Also, das ist auf jeden Fall. Wer einfach sich mit den Namen da auskennt von diesen fucking RU-Pokémon. Ja, seit ich die auch Englisch lernen kann, ich gar nichts mehr. Ja, vor allem die eh niemand benutzt, okay? Ja, Matrifol. Weißt du, Käferpflanze ist einfach so ein Typ. Die kennt man einfach aus der 5. Generation. Wenn du jemanden trollen willst, nimmst du dein Parasect mit. Mehr machst du mit dem Typ nicht. Ja, Parasect ist halt cool. Und ich liebe Parasect. Boah, da hat jemand irgend so eine komische Flagge über sich drüber. So, ich komme jetzt wieder zu. So eine Hakenkreuzflagge. Ich komme jetzt wieder. Boah, und jemand hat ein rotes Garados über sich als Icon. Oh, Alter, Weberak ist so cool, aber so viel Feuer und Flugschwächen. Wisst ihr, was richtig schön ist? Ich habe jetzt 326 Leute, auf die ich warten darf. Easy. Freue ich mich. LOL, Alter. Was gut, hat eigentlich Giftstachel für die Poison Chance? Ich glaub, 15 oder 30 oder ich so, keine Ahnung. Viel auf jeden Fall. Ja, viel aber sieht eher nach 100% aus. Ja, habe ich auch das Gefühl. Aber man kriegt keinen Schaden währenddessen. Nee, 99%. Man kriegt nur im Kampf Schaden. Ja, toll. Ja, glaub, okay, das ist ganz angenehm. Also. Keine Sorge, Kappa, das ist eh nicht so schlimm, weil das ist sowieso klar, dass wir beim Pokémon-Spiel nicht alle im gleichen Gebiet immer sind. Ja. Was? Das ist halt ein bisschen doof jetzt, solange wir noch solange wir noch nicht irgendwie fliegen können oder sowas, aber. Oder irgendwo uns hingehen, dingsen. Fuck, wie heißt es die Wörter? Ich kann kein Deutsch. Was sind die Wörter? Das eine Wort heißt Bob. Wisst ihr eigentlich, was schon gerade witzig ist? Eigentlich dafür, dass wir eigentlich heute mehr aufnehmen wollen, sind jetzt nur noch drei hier. Wir waren eigentlich
nicht voll. Wir waren vorher mal 5. 6. Ja, ich meine, bei Rocky ist es abgeschmiert, er kann nicht, meinetwegen. Ja. Marcy hat seine Folge fertig, ich mach nicht mehr. Ja gut, mit Marcy ist es schon ein bisschen komisch. Stell dir mal vor, wir spielen Super Smash mit ihm und nach einem Kampf, ja, war lustig, tschüss. Ja. Alle drei alle nehmen auf Smash, aber ich glaube, das würde dann eh alles kaputt machen, aber... Mhm. Wow. Alle nehmen Smash auf. Ich Smash richtig aufzunehmen, sind ja alles zu doof. Ich bin so froh, dass ich OBS benutze, das kann ich überall raus tappen und das ist alles so schön. Oh, ich habe jetzt noch 259. Du spielst doch sicher Vollbild, oder? Ja. Um die geil. Ja, ich auch. Ich muss nicht mal raustappen. Ich gehe einfach auf dem zweiten Bildschirm. Ich habe keinen zweiten Bildschirm. Was bist du denn gerade für ein Untermensch? Ich hatte mal einen, aber den habe ich meiner Schwester erwartet. Ausgeliehen. Es ist schon, was erwartest du? Meine Schwester hat meinen zweiten Bildschirm geklaut. Dann steh jetzt auf, geh zu deiner Schwester ins Zimmer und nimm ihr den Bildschirm weg. Ja, genau. Reiß die Kabel raus. Oh, hier ist ja... Wild Sister uses Kratzfuhre. Ach, darum hast du das Pokémon vorher erwähnt. Das gibt's hier ja sogar. Ferret. Ich find's schön, dass ich einfach gar nichts machen kann gerade. Ist nicht so schlimm. Kann man eigentlich seine Attacken verschieben im Kampf? Nee, das habe ich schon geschaut. Leider nicht. Sehr nervig. Oh, das hasse ich. Alter, das Vieh ist voll tanky. Noch 220. Nein. Wir warten auf dich. Ich trainiere meine Pokémon auch gerade gar nicht hoch für den Kampf gegen dich. Ach so. Ja, aber ich würde sagen, ich benutze mein Rattata nicht gegen dich. Deine Rattatatata? Ja, ich meine, ich habe sonst nur Feuerschwächen. Dann ist sie ja noch irgendwo fair. Level 9. Marcia hat auf Skype geschrieben, Leute, ihr könnt gerne noch aufnehmen. Hole das nach. Also er holt das nach. Okay. Ja, sicher. Warum hat mein Bisasamen nur 5 Special Attack IVE? Was hat mein Rattata? Warte mal, ist Taubsi eher physisch oder psychisch? Meins hat 11 IV. Nur die Mega-Entwicklung ist speziell. Fuck, warum hab ich ein Taubsi mit 26 Spezial IV und nur 12 normal Angriff. Keine Ahnung. Meine besten IV auf meinem Bisasam sind 23 in Speed. Bisasam? Und 20 in Attack. Vielleicht hau ich da Erdbeben und Knock auf. Alter, mein Bisasam ist physisch voll OP. Das hat Angriff 25, Verteidigung 25. Alter! Und Spezialverteidigung 31. Mein Weberack hat fast komplett über 20 IV in allem. Also ich habe 175 in allen. Kann man machen. Weißt du, was ich auch geil finde an Weberaks Attacken-Move-Pool? Die Masse und Stringshot. Wow. Ist wichtig, beides zu haben. Er spritzt und macht ein komisches Face dabei. Scheiße. Dann spritzt ab mit einer komischen Grimasse. Ich dachte, du hast vorhin gesagt, können wir das nicht ein bisschen halbwegs professioneller machen. Ja, er hat aufgegeben. Als ob der Part schon professionell ist, wenn Marcy auf einmal geht und Rocky auf einmal geht. Das ist doch nicht so schlimm, so wird es nur professioneller. Ja, was hast du erwartet, wenn du mit denen aufnimmst? Schau mal, es ist doch nur professioneller dadurch geworden, weil es gibt dadurch automatisch weniger technische Probleme und weniger Marcy. Das wollte ich auch sagen. Sorry, Marcy. Wenn er sich das überhaupt anschaut. Nur sorry, wenn du es dir anschaust. Wenn nicht, dann ist es nicht so. Ja, sonst fuck you. Aber sonst sorry. Sorry, wenn du zu kurz. Also, ob das Tammy das leid tun würde. Nein, mir tut gar nichts leid. Das ist seine Rache wegen Smash. Was? So, ich bin mal 130. Marcy gewinnt nur gegen mich, weil ihr mit ihm gegen mich arbeitet. Okay. Und weil sein Fettarsch eine viel größere Hitbox hat, als es sollte. Ist es nicht schlecht, wenn es eine Hitbox größer ist? Ja, eben! Ist schlecht also, für ihn. Nein, sein Arsch tut ihm weh. Wenn er Peach spielt oder so. Ja, ja auch. Oder wenn Marcy... Was, wenn er Peach spielen würde, würde er auch nur die Attacke spammen. Ja, nein, ich glaube eher, der würde unten. Was hat Peach für unten B? Achso, nein, der wird unten es nicht. Unten B ist die Zwiebel, die Knolle, die was auch immer. Boah, ja. Da kommt dieses coole Stitch-Face raus, das ist Schild. Übrigens, Peach kann Bob Oms rausziehen. Ja, ich weiß. Ja. Voll cool. Das leider. Hat mich ein bisschen überrascht. Das hat mich natürlich mal so geschockt, das hat mich mal richtig geschockt, Alter. Weißt du, ein Freund, also ich kämpfe gegen den. Der macht auf einmal diese Rübenattacke da, also zieht eine raus, auf einmal wirft er die auf mich, auf einmal so eine Bombe. Ich denke mir so, alles klar, GG, ich bin raus. Easy. Das ist wie, als würde man einen Crit landen. Ja.
Ich fand Dedede immer ganz nett mit den Gordos, aber dass man die halt so easy zurückschlagen kann, ja. Das ist richtig scheiße. Wenn man mal damals denkt, wenn man König Dedede damals mit diesen Waddle Dees da noch gehabt hatte. Die waren eigentlich lustig. Ich schon wer says, ich will dich in mir spüren. Okay. Oh nein. Was? Später. Nach der Aufnahme. Was? Vor allem diese scheiß Nachrichten kommen einfach mitten im Kampfbild. Kappa, du hast doch schon gegen den Dings gekämpft, gegen den Rivalen, oder? Ja. Wo sieht man eigentlich seine geilen, sexy Freunde? Welches Level sind seine Pokémon? Und links bei Social. Er hat. Schon bei, also in diesem Kampfhaus da, gell? Ja. Also, da wollen wir rein. So da schön. Ist nur Evoli Level 9. Meine einzigen Freunde sind Marcy und Schonwehr. Ja. Deine Scheiße und der andere ist AFK. Also Scheiße persönlich. Ja, der eine also ist ich hab weg. Also Evoli habe ich besiegt mit 6-mal Heuler. Boah. Und bin ein paar Tränken. Mhm. Warum? Das ist competitive in Little Cup. Hm? Nein. Hä, da benutzt du Togepi mit Charme. Ja, ich weiß. Boah, man kann hier oben rechts, man kann ja sehen, welche Pokémon es in dem Gebiet gibt, wenn man es so schon mal gesehen hat. Aber da ist ein Fragezeichen bei mir lila aus irgendeinem Grund und dieses Ferret, das hat ein Item angeblich. Jetzt will ich es fragen, um zu schauen, was für ein Item das hat, aber ja, das ist Ferret so selten. Ja, Ferret kann Item tragen, wahrscheinlich auch eine Oralberry. Oralberry. Boah, ich habe den Pokédex aufgemacht, der sieht voll OP aus. Der sieht, das ist tatsächlich nett animiert. Und dann das kann man im Kampf machen, das finde ich eigentlich ganz schön. Also der Pokédex, der hat eine Öffnungsanimation und sieht eigentlich ganz nett aus. Hier kann man auch sehen, dass es alle Pokémon angeblich gibt. Ich finde es schön, dass er auch übersichtlicher ist, wie dieses in der Reihe da. Ich finde das irgendwie nicht so übersichtlich. Was ist denn das für ein Pokémon nach Huba? Ach, Vulkanion. Okay, vergiss es. Ja. Vulkanion hat eine Weiterentwicklung, habt ihr das schon mal mitbekommen? Ja. Sicher, dass es eine Entwicklung ist? Ja, Bullshit. Nein, das war so ein Fan-Teil. Plus man weiß nicht, ob es ein Troll war, was ich gezeigt habe, oder ob das wirklich war, ob die wirklich so blöd war. Ja, 100 Bruder, das ist doch nicht ernst. Genau. So. Menschen, du weißt mal, Terminus, du weißt ganz genau, dass viele Menschen das sagen und sie wissen, und es muss nicht meist immer nicht stimmen, das kann meist immer stimmen von denen aus. Das war kein wunderschöner Satz, aufgefallen, das muss nicht meist immer nicht stimmen. Mir ist nur aufgefallen, dass ihr immer, oder da nicht Terminus, aber du und Marcy, ihr kommt immer mit irgendwelchen komischen Infos von irgendwie Tomtendo oder so, die so offensichtlich einfach nur falsch sind und wo Tomtendo einfach nur die Infos bringt, weil es die halt gerade gibt. Was für das Geilste fand ich irgendwie aber so bei die Marcy, NX, die sieht genauso aus. Glurak kann fliegen. Ja. No doubt about it. In der ersten Generation. In Rot und Blau war es. Hat Marcius gesagt. Noch 10, 9, 8, 7. Ja, ich guck mal ganz kurz auf meine Folge, 6, was war. Darum mute ich euch in die Sekunde. 5. Was machst du? 4. Ach so, du kommst gleich rein. Yay. Die Folge, die geht 2, schon 40 Minuten. Viel zu lang. Nicht die Folge, aber es wird die auseinander geschnippelt. Ja. Kommt drauf an, wer wie hoch lädt, ne? Wenn jetzt zum Beispiel so ein Terminus kommt und der schneidet nicht. Was? Oh. Was? Willst du mich was laberst du? Jetzt hat er mich eiskalt gekickt oder was? Warte. Bist du sicher? Ja. Wo ist Terminus hin? Was wollte er machen? Der wollte irgendwas nachschauen. Okay. So, ich versuche jetzt den toten Penner da kaputt zu machen, aber erstmal schauen wir. Oh, ich habe schon Rare Candy, haben wir. Ach, das kriegen wir am Anfang. Wie gibt man ein Pokémon ein Item hier? Einfach draufziehen, okay. Backpack, Rucksack, Backpack. Ja, aber einfach draufziehen aufs Pokémon geht, das wusste ich nicht. So. Ich glaube, ich werde einfach mal das eiskalt rausschneiden, was hier gerade passiert ist. Also dieses langgezogene. Ich glaube, das werde ich eiskalt. Du wirst rausschneiden, wie du in der Queue warst? Was? Hey, das finde ich aber schlimm von dir. Was? Hätte ich es nicht von dir erwartet. Das hätte ich. Also ich sag's mal so, ich hätte es auch reinschneiden lassen können. Ja. So nett wäre ich gewesen. Ich hab's rausgefunden, ich war gerade zu doof. So im Sinne von Fuck you, Zuschauer, ich musste warten, jetzt tust du das auch. Richtig. Das ist so richtig. Das ist so richtig, als würde man auf Marcy mit einer Aufnahme machen. Korrekt. Wobei, da siehst du keine Zahl, die runtergeht. Er ist halt irgendwann sehr spät da. Naja, gut. Man sieht ja bei Skype immer, wie lange wir warten müssen. Ja, das war.
Weißt du, schon, wer startet den Call? Ich bin drin, dann kommt Johnny, ich so langsam nach. Dann kommt irgendwann mal Terminus, was? Hm? Ja, ich komme schon generell so, spät, ich wäre ja pünktlich, aber ich weiß, das lohnt sich nicht. Okay. Hey, Eevee ist nur Level 8, du Lügner. Oh Mann. Was? Ah, okay, das ist eine Level da. Ich hasse dich. So, ich darf jetzt nochmal warten. So, und das lasse ich. Und das lasse ich jetzt eiskalt drinne. Das lasse ich jetzt eiskalt drin. Das schneide ich nicht raus, ist mir scheißegal. Ja, du hast ja die Top-Profi-Kommentare von Terminus und Schundenwehr. Der Terminus nennt sich selbst zuerst, das bin ich. Dieses fucking Eevee hat voll viel Schaden zu meinem Taubchen gemacht, ey. Ich glaube, Evoli hat sogar Anpassung. Also es hatte entweder Anpassung oder Angsthase. Das hat wahrscheinlich voll viel EV oder so, ey. Das Geile ist, mein Radfratz hat ja auch entweder Angsthase oder Guts. Ich habe die geile Fähigkeit. So, und ich fresse jetzt Fassade auf dich. Schokolade, ihr Wichser. Wer ist da? Marci! Hi! Hallo! Heil! Wie willst du jetzt doch noch eine Folge mit aufnehmen? Immer noch Natürlich! Natürlich! Ich hab verloren gegen Jackson, weil er mich gekrittet hat! Ich komm rein. Gib doch dem Marci eine gute deutsche Begrüßung. Heil, Marci! Wie geht's? Alles gut, danke. Warum krittet mich alles? Er nimmt jetzt den zweiten oder den dritten Part schon auf. Wir nehmen am Stück auf und es ist gerade 42 Minuten. Ja, und wir schneiden halt zusammen. Achso, der dritte hat... Weil jeder weiß, wie Pokémon funktioniert durchs Gras laufen, so dass man nicht komplett drin haben. Das machst du einfach nur fertig. So, ich habe hier ein vergiftetes...